Moin Moin, herzlich willkommen zurück, One Home Left. Hey, oh, grüßt euch. Na, Friends, Freunde, Mädels, Jungs, alles gut? Bei mir auch. Ach, schöner Tag heute. Herrlich. Es ist schön, Mittwoch, Mitte der Woche, ein Mittwochs-Stream-Tag wird es vielleicht heute auch mal wieder geben. Wenn hier mein Freund wieder dabei ist. Mal gucken. Ich müsste mal schauen. Ich will es nicht befürworten auf deutigem Reis, aber nun ja, nee, brauche ich nicht. Oh, ein Stück. Und hier vorne immer, ne? Kann man ein bisschen scrappen. Bisschen Scrap-Cram. Und du, hast du was dabei? Ja, klar. Ich mache erstmal hier schnell die Lootfee, weil hier sind wohl Freunde dabei. So, nix zu holen, ne? Großartig. Ein grünes Barrel, ne? Super. Weg. Taschenlampe brauchst du doch eigentlich auch nicht wirklich, ne? Eigentlich. Ach komm, warte mal. Ne, hast auch nichts dabei. So, noch jemand ohne Fahrschein? Da hinten irgendwo, ne? Hartnäckig. Warum krabbeln die eigentlich alle? Ich glaube, das liegt daran zusammen, dass wir in der Wüste einfach zu viele Kakteen haben. Kaktunsen. Schwupps. Oh. Mal eine dabei, die nicht nur Münzen drin hat, einstecken. Ne? So, noch ein Krabbler, noch ein Krabbler. Den nehme ich auch mal mit. Okay. Ich wollte zu Witwe Bolt und ein bisschen... Da. Mein Minibike sollte ich echt mal das Licht anlassen, glaube ich. Eigentlich brauche ich Kohle. Ne? Potassium haben wir jetzt geangelt. Ein bisschen im See. Im Potassiumsee. Unten in der Gasse. In der Fressgasse. Was ist denn hier eigentlich für ein Haus? Waren wir hier schon drin? Nö. Waren wir noch nicht drin. Sagen wir mal Hallöchen. Haus. Unlock. Okay. Also... Brauchen wir ja nicht zerschlagen, ne? Nehmen wir mal mit. Irgendwie ein bisschen zerdeppert das Haus. Ich habe das anders in Erinnerung. Kohle? Okay, Kohle ist ja ganz gut. Da wird wohl nichts drunter sein, ne? Ich dachte schon, mit einem Schlag geht das. Nee, gell? Muss man sich richtig anstrengen. Nee, das ist ja gar nichts. Hier auch nicht? Da vielleicht? Ja, guck mal hier. Aber nur Scrap, ne? Das ist auch nur Scrap. So, haben wir was im Schrank? Nein. Im Klo? Auch nicht. Ach, vielleicht auch besser so. Der Griff ins Klo, Mexiko. Nee, nee, du. Weg damit. So machen wir das noch nicht. Ist auch nichts mehr drin. Gut. Brennt die Hütte ab. Schade, dass man nicht Feuer legen kann. Das würde mir noch so ein bisschen fehlen. Ein schönes, sauberes, gelegtes Feuer gegen die Zombies. Das Zeug brennt ja nun Gottes nicht, ne? Leider. Na, kaputt. Vielleicht machen wir einfach so. Nee, funktioniert noch nicht. Noch so eine Krabbelmaus. Komm mal her. Das ist immer gut. Nimm mal eigentlich die Steine mit oder nicht? Aber da ist ja auch immer ein bisschen Kohle drin. So Zwischenkohle, weißt du? Da. Immer zweiter Schlag. Wenn wir sie nicht troppen würden. Drei Schuss für eine. Das ist diese 3-für-1-Aktion. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Dann können wir ein bisschen den anderen Schissel auch mitnehmen, ne? Das wäre ja sonst unsinnig, das hier jetzt liegen zu lassen. Scrap. Wir haben bestimmt noch ein bisschen Scrap-Platz hier drin, ne? Warte mal. Das können wir auch scrappen. Und das hier auch. Pistol Parts, guck mal da. Warum habe ich denn die eingepackt? Kohle. Ja, eigentlich will ich ja Kohle farmen. Lukas sieht, das kann auch darüber. Das Ei auch. So, ich glaube, das war's, ne? Ein Candle brauche ich nicht.
Brauchst du viel Sand? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja nicht. So, ich habe mir auf der Karte oben markiert mit einem roten Marker. Eine rote Markierung habe ich mir da markiert. Was habe ich denn hier noch? Oha. Höhle. Okay. Wollen wir mal gucken, ne? Aber so, dass wir auch da raus können. Warum fällst du runter? So, ich glaube, hier geht's runter jetzt. Genau, so geht's besser. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Taposium mit. Oha. Die ist ja cool, die Höhle. Ist richtig nice. Und groß. Auch riesig. Doch sie hört hier auf. Wie man da alles immer hört, da oben, ne? Dann kriegt man fast ein bisschen Schissel. Nee, hier ist, glaube ich, sonst nichts. Dann gehen wir wieder. Da war nur so eine Zwischenhöhle. So ein Cotton. Nee, brauche ich nicht. Also ich brauche hier. Ist dir was passiert? Okay, ich gehe mal gucken. Herbert, helf mir. Unter allen Umständen. Nee, das ist auch alles nur ganz normaler Sand, ne? Okay, gehen wir wieder hoch. Was war denn hier drin? Knochen und Federn. Wahrscheinlich habe ich eh... Ups, nicht da rein, nein. Abgaswolke. So, ich muss mal hier rüber ein bisschen. Weil ich ja auf der Suche nach Kohle war. Und vielleicht was zu essen. Blödes Ding. Wegen dem bin ich angehalten. Hat er mich aber verarscht, ja? Kollege. Ups. Zettel nehmen wir mit. So, ich habe mir auf der Map was markiert. Und zwar, im Schneegebiet geht es ja auch, ne? Im Schneegebiet markierst du dir die 9. Und hier, im grünen, im immer grünen Biom, markierst du dir halt auch die 9. Und dann kommst du dann auch immer zu einer Ressource, ne? Guck. Warte mal. Ich zeig's dir. Da. Da ist die 9. Sehr schön. Ein bisschen Lied. Wie sie alle immer meckern. Das heißt nicht so, das heißt so. Lalalala. Aber das ist mir auch egal. Ich brauche einen Bär. Ich habe lange keinen Bär mehr gesehen. Ich habe nämlich noch eine Challenge mit einem Bär offen. Ja. Verse wert. Jetzt muss ich mich langsam entscheiden. Ich klicke mal hier alles mal durch. Ich glaube, leere Gläser habe ich auch genug. Da unten, da war nochmal was. Fast hätte ich einen Huhn überfahren, das will ich nicht. Ich glaube, hier oben war doch noch was, oder? Ja, guck mal da. Da greifen wir auch nochmal zu, ganz beherzt. Das grüne Biom gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie schöner. Schöner eingerichtet. So, jetzt gucken wir hier nochmal ganz schnell. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Hier gibt es ewig viel Stein. Das sieht man auch auf der Map sehr schön. Nee, nee. Ich höre gerade was. Wir könnten vielleicht hier mal reinflitzen. Huch, du hier? Die wollt mich hauen. Nix dabei. Nix dabei. So, ich habe vorhin schon mein Bike versucht zu finden. Nicht gefunden.
Dann habe ich mir eine Leiter gebaut aus Frames. Habe mich 6 Frames hochgebuddelt. Hochgebuddelt, genau. Hochgezaubert. Ich muss noch ein bisschen mit der Magnum üben. Zur nächsten Horde hin. Ein bisschen verzieht, so würde ich sagen, ne? Das letzte Mal hat die sogar richtig irgendwie die Trommel immer offen gelassen. Brass. Oh, jetzt kommen wir aber in die Bredouille. Jetzt wird alles eng hier. Dann kommt noch eine Lady. Sehr schön. Bisschen Magnum üben, ne? Wie, du haust mich. Backtab würde ich ganz gerne auch mitnehmen. Oh, ich bin überladen. Au, nee, das Minibike sollte ich nicht erschießen. Na gut. Dann laden wir nochmal nach. Au. Du Blödmann. In dem Moment wechselt er die Waffe, der Hund. So, warte mal. Schnitz. So ist ganz gut. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Kurz. Das kann weg, das kann weg. Das kann jetzt eigentlich auch mal weg. Einmal sortieren, einmal sortieren. Brauche ich den Sand hier? Ach, jetzt gerade nicht, oder? Jetzt sind wir doch auf Mission. Steine habe ich auch 1000 dabei. Ich habe noch die Wrench, Leder, Lead, Led, Lut. Das packe ich mir mal ein. Das eine Leder brauche ich nicht. Schimmelbrot macht Wangenrot. Die Knochen brauche ich jetzt auch im Moment nicht. Und den Coton auch nicht. So, jetzt passt's. Okay, was haben wir denn hier noch? Ah, das wollte ich mitnehmen. Das nicht. Das hier geht auch mal mit. Ah, wenigstens Müll ausgeleert. Sehr schön. Ne, hier war ich sogar schon einmal. Irgendwann mal. So, Richtung Pfeil auf die Brust. Dann nehmen wir aber den Weg hier. Haben wir hier noch was drin? Interactive to the Baumstumpf. Wenn wir Steine brauchen, können wir sie ja holen. Ne? Hier sind ja genug Steine. Ich bräuchte mal so einen schönen dicken Bär. Da habe ich nämlich noch von der Challenge was auf. Der denkt sich auch, 3 auf einen Streich, ne? So, warte mal. Eigentlich wollte ich doch hier runter. Andere Seite. Aber... doch ja, wir fahren hier außen rum. Müssen wir hier einmal hoch? Ich bräuchte mal so einen schönen Bär. Habe ich das schon mal erwähnt? Fatty Bär, wo bist du nur? Das ist eine Hüte. Gucken wir nochmal schnell in die Hüte. Ich muss unbedingt mehr schießen, ne? Viel mehr. Gehen wir an der Hütte nochmal gucken? Welche Richtung ist das? Da habe ich doch irgendwas mit einer Stadt gesehen, ne? Kann es sein? Ich guck nochmal. Das wäre ja ein Ding, ne? Wenn hier nochmal so eine Stadt wäre. Ist sie tot? Ist sie tot? Ja, sie ist tot. Ich dachte erst, da wäre nochmal eine Stadt irgendwo da drüben. Nein, nein. Ein Splint kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, wir wollten hier nochmal ganz kurz reinschauen. Ah, hier war ich schon mal. Empty, empty, empty. Genau. Warum kann man eigentlich nicht die Hütten einfach wegbrennen? Vielleicht sollte ich mir ein bisschen Atomsprengstoff mitbringen. Will hier nochmal gucken, ob hier wirklich irgendwas wäre. Aber das ist bei dem Wetter echt schlecht zu sehen, ne?
Da hinten ist so alles so gerade. Das wäre also hier nochmal eine Stadt hier drin irgendwo. Die Frage, wie wir da reinkommen. Ja, schwimmen auf jeden Fall nicht. Vielleicht fahre ich mal den Weg hier ein bisschen nochmal. Jo, das könnten wir eigentlich mal machen, ne? Können eigentlich hier nochmal langfahren. Oh, wie schön das Wetter gerade aufklart. Ein bisschen Kohlehaufen wäre auch nicht schlecht. In your face, s'il vous plaît. Da ist nochmal ein Baumstumpf. Ein Baumstumpf. Toll. Ich nix drin im Baumstumpf. Ah, hallo. Na, Frühlein. Ein schöner Halsschuss. Lecker. Was zu trinken nehme ich immer mit. Das Benny Mike. Ich überlege, ich glaube, der eine Schatz, der war auch hier in der Richtung. Ich glaube, der war hier oben. Den hatte ich hier oben versucht zu suchen. Da müssen ja eigentlich noch Frames stehen, glaube ich. Wir gucken mal da und dann gehen wir mal hinten die Runde zu dem Coca-Cola-Vorkommen. Ein Schuss hätte gereicht. Ach toll, Biohazard. Pistole, jetzt bin ich auf 18, ist nicht wahr. Wie viel muss ich noch schießen? Ach du Scheiße. Ah ja, kein Wunder, hat mich ja auch 100 Folgen, ups, nicht drum gekümmert. Na ja, gut, dann machen wir jetzt den Rest erstmal. Dann machen wir mal den Rest. Auf 18. Ach du Scheiße. Pistol Skill 18. Night Vision, das ist auch immer geil, das Zeug. Das ist auch richtig was wert eigentlich bei so einem Händler. Mein Problem ist, dass ich hier irgendwie nur einen Händler gesehen habe bis jetzt, wo ich so weit gereist bin. Ich will mal ganz kurz hier hoch. Hier sieht man aber sonst nichts im Moment, ne? Außer hohe Berge. Ein Schwein. Da hast du ja nochmal Schwein gehabt. Da drüben will ich mal auf jeden Fall heute nochmal gucken, ob ich diesen vermaledeiten Schatz nochmal irgendwo sehe. Das ist ein Hirsch von Hirsch. Ein First Aid Kit, das ist gut. Mein Blut ist schon wieder voll. Was macht man da? Auf jeden Fall erstmal gut zuhören, wenn es hier ums Potassium und Kohle geht. So. Jetzt müsste ich mich mal entscheiden, von was ich mich trenne. Ne? Glaube ich. Ah ja, okay, ist noch ein bisschen Platz. Papier, die Night Vision kommen weg. Ducktape gibt es eh nicht so viel. Warum gibt es nicht mit einem Klick rüber sortieren? Das fehlt mir noch irgendwie. Also bin ich immer am Suchen, was ich brauche und was nicht. Oh, ich höre das Schnattern überall. Gab es keinen Weg? Warte mal. Doch, da unten war ein Weg. Ich glaube, der Weg ist sicherer wegen den Bombs. Ich kenne mein Glück. Und latsche jetzt genau auf so eine Bombe. Jetzt so nach so vielen Folgen kenne ich mein Glück. Und mich erwischt direkt die Bombe. Eine Vogelnestbombe. Ich will nicht sterben. Komm, YOLO. Und einen Baum brauche ich. Ganz dringend. Ein Traumbaum. So, hier war der Weg. Stopp. Erstmal nachladen. Da kommen schon meine Freunde. Warte mal. Umschalten. Auf Herbert. Der Herbert Friedensstifter. Ich hätte gern einmal eine Preisverleihung in der Herbert Friedensstifter Nobelpreisstiftung.
Irgendwo knurrt's noch, oder? Da oben läuft ein Huhn. So. War nicht hier der Schatz irgendwo, den ich versucht habe zu finden? Nee, gell? Das war bestimmt woanders nochmal. War das nicht hier oben auf dem Berg? Der Berg? Heyo. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die sich sicher. Gehen wir nochmal schnell nachladen. Stückchen Abstand. Nee, du, das macht nicht viel Sinn, du, mit der Kanone. Eieieiei. Boah, jetzt bleib ich auch noch hier an dem Eisen hängen. Fight. So. Apu. Ich muss aufpassen, weil ich nämlich hier antibiotisch mal verarztet werden müsste. Nur habe ich auch kein Bierchen dabei. Das ist auch noch viel schlimmer. So, da haben wir uns mal frisch gemacht. Jetzt fahre ich hier nochmal hoch. Ich bin der festen Meinung, dass eigentlich die, nee, hier nicht. Okay. Ich dachte, hier wäre erst mein allererster Treasure. Aber die war irgendwo anders dann. Ingeborg. Ah ja, klar. Ne, ist klar, ne? Immer auf die armen Verletzten. So. Nun machen wir mal hier oben die Ride-A-Bike. Warte mal. Habe ich nicht gesagt, ich wollte mal hier rüber? Das ist doch ein schöner Weg dafür. Was ist das hier? Okay. Ich glaube, darum sollten wir uns mal kümmern. Mal hier mal schnell rüber daddeln. Gehen wir gucken. Machen wir erstmal den einen hier nochmal. Was ist denn hier? Ja. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen aufgeregt. Oh, fette Kanonensachen hier. Hier ist richtig gut. Was ist los? Oh. Warum will die nicht da drauf? Ist das jetzt eine Bombe oder nicht? Nee, war keine. Hier liegt noch eine. Das war, glaube ich, auch keine. Aber glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt nicht wissen. So, jetzt sind wir in der Überlänge schon. Da kommt ein Doggy. Huhu. Hier. Komm. Sehr gut. Also, Wasteland Stories 5.18 sind eröffnet. Ich brauche was gegen Biohazard. Und ich will ins Loch. Das Loch, interessiert mich sehr. Aber bevor ich ins Loch gehe, möchte ich auf jeden Fall ein bisschen safe sein. Wegen den ganzen... Na, du weißt schon was. Aber die spawnen hier ganz schön. Da eins... Da eins.
Und die Hunde, die machen mir hier echt Angst. Warum ist das nur so? Und die Magnum ist auch schon wieder gleich kaputt. Dann nehmen wir das nochmal mit. Und das hier nicht. Was haben wir hier noch drin? Ja, immer noch das Gleiche. So. Also, nächste Folge. Geht's ins Loch. Ich scrap nochmal alles durch. Und pack nochmal ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bye bye. Fiatti. Tschüss. Bis dann.